Also ihr könnt sagen, was ihr wollt. Oder denken, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr wollt. Ich freue mich mega. Echt mega. Was ich ein bisschen schade finde, oder was mir jetzt ein bisschen, wenn ich schade finde, wie auch immer, dass man die Schwierigkeit nicht nochmal ändern kann. Ich würde ganz gerne eh nur höher gehen, glaube ich. Aber gut, egal. Sehr, sehr cool. Grafikkammer, Story, finde ich schön. Ja, der hat einen komischen Helm auf, ich weiß. Brauchen wir aber. Viel, viel einzustellen, viel, viel Menü, muss ich ehrlich sagen. Aber ich denke, da kommen wir rein. Sprinten, jo. Auf geht's. Sehr cool. Uah. Ein Wegweiser für alle kartografisch Überforderten. Ich. Hat der da rangepinkelt? Überall auf der Welt befinden sich Wegweiser in der Nähe von interessanten Orten. Du schaltest einen Wegweiser frei, indem du mit ihm interagierst. So kann man es auch nennen. Wähle einen freigeschalteten Wegweiser auf der Karte aus, um schnell dorthin zu reisen. Oh, das ist cool. Ich denke mal, das könnte hilfreich werden. Drücke zum Öffnen der Karte. Jo, okay. Krass. Wie sieht denn das aus, wenn ich Wegpunkt platzieren? Nee, will ich nicht. Wenn ich... Das ist ja krass. Wenn das so viel deckt ist, selbst dort haben sie das mit der Grafik. Cool. Krass. Cool, krass, alles Mögliche. Jetzt muss ich... Was mich interessiert ist... Nein. Charakterkarte, System nicht, Ausrüstung, Inventar, Roboter, Aura. Ich glaube, das wird nochmal interessant, wenn wir denn unsere Waffen aufrüsten können. Das habe ich noch nicht ganz. Da fehlt mir ein bisschen Höhengrad oder so, weiß ich nicht. Warum ist jetzt auf einmal dazu... Hä? Nee, es fehlt mir nicht ein bisschen Höhen. Sorry dafür, aber... Okay, halt verstanden. Ausrüstung, Karte. Warum? Da ist ein Stern dran, ne? Seht ihr den? Unten neben Ausrüstung. So, und das sagt mir, dass hier irgendwo was Neues ist, aber ich sehe es nicht. Mal nächste Runde. Tag. Wer ist er denn? Bester Freund, würde ich sagen. Das muss der Weltenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Ja, aber du wart von. Da lass ich mir was einfallen. Ich jetzt da hoch oder ich? Wer hat hier erstmal gern. Jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Du bist. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Aber ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren.
Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxime. Unser Ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlungen bestimmt deinen Aura-Wert, welcher deine Dialogoption mit anderen Charakteren beeinflusst. Unschaubar. Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt. Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Interaktion mit Gefangenen und Psi-Schreinen erhältst du Psi-Punkte. Damit kannst du Psi-Kräfte freischalten. Diese Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür benötigte dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Ich bin ja ein Lieber, wa? Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Das ist schon zu viel. Wir lassen mit. Was gibt es am Licht schon zu mögen? Es schmerzt in den Augen. Es schmerzt nicht so sehr wie dein Anblick. Immer musst du persönlich werden. Und du tust so, als ob es das nicht wäre. Wir bleiben nochmal beim Licht. Es wird die Situation nehmen, ja, wo wir sagen, nee, jetzt ist hier Feierabend. Ja, Psi-Punkte freigeschaltet. Du hast einen Psi-Punkt erhalten. Verwende ihn, um Kräfte im Mutationsmenü freizuschalten. Einige Kräfte werden erfordern. Eine bestimmte Aura-Wertung. Du kannst mit Psi-Punkten nur Kräfte freischalten, die entweder keine Farbe oder die gleiche Farbe wie deine aktuelle Aura haben. Okay. Krasse Bewegung. Da ist Steinalt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Meinst du? Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Wunko Wuntu. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein, denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Pilvov Ugwuhu Wobra Bum. Wen du auch wählst. Es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Was? Nee, kein Krieg ist nicht. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Der Yagni-Stamm verfolgt immer nur ein Ziel, die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Yagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Steinalt sagt, jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Yagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Ja, Molovando. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich.
Am Fuß des Baums des Lebens, da oben mitten in der... Okay. Deine aktuellen und begonnenen Quests. Aha, jetzt. Quests werden im Tagebuch angezeigt. Schau dafür ins obere Menü. Du kannst bestimmen, welche Quests verfolgt werden soll. Öffne dazu den Tagebuchreiter und wähle eine andere Quest aus. Tagebuch. Im Tagebuch findest du... Im Tagebuch findest du Informationen zu deinen Quests sowie alle bisherigen Tutorials und Dialoge. Jawohl. Hauptquest, Nebenquest, abgeschlossen. Na gut, die abgeschlossen brauchen wir uns nicht angucken, oder? Hauptquest. Stammeskrieg, der Baum des Lebens. Oh. Ich würde sagen, eine andere Welt. Du hast den Wall überwunden und konntest Bunker 101 verlassen, um eine Chance gegen Weltenfresser zu haben. Brauchst du die Unterstützung eines Stammes? Bla bla bla. Okay. Aha, jetzt haben wir den Baum. Okay. Eine andere Welt. Warum ist dort so ein Pfeil dran? Die Stämme sind auseinandergebrochen und stehen in Rivalität zueinander. Manche glauben, dass die Weltenfresser besiegt werden müssen und der Baum des Lebens gerettet werden muss. Anderen gegen bla bla, okay. Also das ist wahrscheinlich eine resultierende Quest. Du hast den Ball, okay. Warte. Alle Quests. Sprich mit dem Sifu, der Yagni oder der Myriad. So, wir sind ja Flöten, wa? Wir nehmen Myriad. Sprich mit dem Sifu, der Yagni oder der Myriad. Nee, wir wollen nach rechts gehen. Ja? Wir werden mit dem Myriad sprechen, ja? Es war euch, denke ich mal, klar, dass wir nicht in die dunkle Richtung gehen. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? So, wie nach rechts. Neue Hauptquest, ein Bündnis. So, wen hier lang? Wenn wir so irgendwo so eine roten Blümchen sehen, da müssen wir dann mal drinnen rumschnipseln, ja? Und wir gucken auch immer mal so ein bisschen rum. Ich habe keine Ahnung, was hier überall eventuell versteckt ist, ja? Es ist ungewöhnlich, dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Soll jetzt rennen sein, er läuft doch nicht schneller als du. Schnell schneiden. Ist ja nicht mal wenig gerade abschlitze, aber macht ja auch nichts, wa? Ob das die richtigen sind oder die falschen.
hab die Falschen gekillt. Macht aber nichts, wa? Aha, das sind alte Fernkämpfer. Hä? Wo sind die anderen jetzt hin? Sind die abgehauen? Habe ich mich zu hart konzentriert? Die Falschen gekillt, so ein Mist. Eigentlich wäre das klar gewesen, oder? Ich hab die Falschen gekillt. Frage ist, hätten sie mich angegriffen? Ein Bündnis, sprich mit dem Sifu. Mist! Schade eigentlich. Hätte eigentlich klar sein können, war, dass die... Vor dem Stammeskrieg war das hier eine schöne Gegend. Und jetzt schau dich um. Ein Kriegsgebiet. Ui. Gewöhnlich. Haki, eine Haki-Axt. Lul. Nehmen wir mit. Pack eine Ding. Aha. Das ist also so ein Gefechtskram hier. Das ärgert mich jetzt, dass wir echt die Falschen als gekillt haben. Stufenaufstieg. Wo denn hier? Ena. Verfügbarkeit ein Punkt. Was soll ich mit ihnen? Du Muskeltier. No. Inventar. Oh. Mal richtig in den Rind ziehen. Ach so. Lausig. Qualität ist lausig. Okay. Schaden 7203. Okay. Oh, verschrotten. Nee. Nee, ne, ne, nicht halt gleich wieder kaputt machen, wa? Frage ist ja, ich muss ja jetzt kurz mal auf die Karte gucken. Aha, okay. Was ist jetzt, was ist das Gelbe hier unten? Platz. Schnellreise. Okay. Das ist die Festung des Myriad-Stamms. Werden sie Freund oder Feind sein? Ja, das werden wir gleich erleben. Da hochgehen, dann wirst du es wissen. Jetzt meiern wir erstmal hier an den Pfahl ran. Genau, erstmal laufen lassen. Mal sehen. Also wir werden definitiv hier drüben auch noch irgendwo diesen Weg posten. Können wir bestimmt auch noch ranschiffern, ja. Und unser Revier markieren, ja. Du solltest da hochgehen, genau, da hoch. Du jetzt hier hin? Aha, da gehen wir außen rum. Ein Trampelpfad führt zu diesem Tor.
Wenn du hinein willst, solltest du dich ordentlich präsentieren. Mach ich, weil ich ordentlich bin. Hm, verdammt. Trotzdem die Falschen gekillt. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Schätzt, der Sifu wäre an einer Begegnung mit dir interessiert. Vernünftig geantwortet. Vernünftig geantwortet. Sibi? Lapfanen aginkan man. Geraten der Fall hutut musst gai la wute. Der Myriad-Stamm handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Sie glauben, nur wenn die Stämme vereint werden, wird der Frieden wiederhergestellt. Ach, Herr Jemine. Sifu ist überzeugt, dass die Welt nur dann besser wird, wenn die Weltenfresser besiegt werden und der Baum des Lebens gerettet wird. Er heißt dich in der Myriad-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Doch er hat gehofft, dass du kommen würdest. Die Kunde einer gerechten Kämpferseele auf einem Kreuzzug, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der große Wall? Gerecht? Also diese Schlagwörter, das mag ich ja überhaupt nicht, weil du weißt nicht, welcher Satz dahinter jetzt kommt. Eine Kämpferseele auf einem Kreuzzug gerecht. Er hat gehört, dass du Steinalt in Bunker 101 gegen die Plünderer geholfen hast. Ja. Offensichtlich möchtest du anderen immer helfen. Das ist eine Haltung, die ihr gemeinsam habt. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Der Sifu sagt, dass manchmal eine Erinnerung eine andere erweckt. Und er hat ewig nicht mehr an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Hm. So, jetzt kommt es schon wieder drauf an. Nächste Richtung Mamu oder nächste Richtung Schüler? Schüler. Einst gab es 6 von ihnen. Doch nach dem Angriff Lupa Lupins auf das alte Dorf zerbrach ihre Einheit. Bald darauf formten sie neue Stämme nach ihren eigenen Werten. Als die Verderbnis begann, wurde aus Feindschaft offener Krieg. Die Myriad wollen für Einheit zwischen den Stämmen sorgen. Sie handeln nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wenn du an das Gute in allen glaubst, gibt es noch Hoffnung auf einen Morgen. Dann wirst du die Stämme vereinen und die Weltenfresser besiegen, um den Baum des Lebens zu retten. Oh, wie erfolgreich sich das alles anhört, wa? Aber wir haben uns den Stamm ausgesucht, also bewegen wir uns jetzt auch in die Richtung. So, Standpunkt wählen. Mit Myriad verbünden. Sie wollen die Stämme vereinen, die Weltenfresser besiegen und den Baum des Lebens retten. Ja, selbstverständlich. Man kann ja irgendwann nochmal die andere Geschichte spielen. Besiegt gegnerische Warnung. Dadurch wird die Rettung des Baums des Lebens zum Endziel des Spiels. Besiegte gegnerische Saifus können nur vereint oder unterworfen werden. Okay. Ja, naja, logisch. Besiegte Saifus. Ach, besiegte gegnerische Saifus können nur vereint oder unterworfen werden. Logisch. Ich hatte gehofft, dass du dich ihnen anschließt. Es wird dir nicht schaden, anderen zu helfen. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme vereinen könnt. Zuerst solltest du den Yagni-Stamm unterwerfen. Ich denke, ich soll wird vereinen und nicht unterwerfen. Yeah, Bruder. Ihrer Sippe bleibt keine andere Möglichkeit mehr.
Sie wurden in die Ecke gedrängt. Selbst diejenigen, die sich Frieden wünschen, wurden zum Krieg gezwungen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Um Gottes Willen, bitte? Jawohl. Jagni. Ihr habt beide ein sanftes Wesen, also soll es auch ein sanfter Krieg werden. Ein Krieg, der nicht nur trennt, sondern auch verbindet. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten, dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du dich um die gegnerischen Außenposten gekümmert hast, forderst du ihren Sifu heraus, damit du die Stämme vereinen kannst und sie wieder gemeinsam das Land teilen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Doch Erinnerungen an die eigene Familie sind stark und manchmal erwachen sie zum Leben. Vielleicht solltest du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten, dem alten Dorf, einen Besuch abstatten. Definitiv, würde ich sagen. 2032, okay. Also mit der Energie halt noch nicht ganz kapische. Warum leuchtet denn der jetzt so? Ach, weil ich die Taschenlampe auf dem Halter war. Jo. Okay. Lull. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz auf der Karte gucken. Also. Achso, die Grünen sind die verbündeten Bereiche. Und das Gelbe ist Jagni. So, wir müssen hier ein bisschen schwächen, damit wir zum Schluss gegen ihn kämpfen können. Gemüratstamm handelt nach einem Ehrenkodex. Okay, das ist bitte. Okay. Tagebuch. Eine andere Welt. Die Stämme, bla. Okay. Achso, das sind die Verfolgungen. Der Baum ist immer da. Nee. Aha. Der Baum des Lebens. Stammeskrieg. Die Stämme. Die Weltenfresser besiegen. Ach so, der Pfeil zeigt an, was wir verfolgen. Als Teil der Wung Fu-Schüler deiner Mamum hat Seifu sofort erkannt. Und wie deine Mamu all die Stammesführer in den verschiedenen Arten von Wung Fu trainiert hat. Er hat dir vorgeschlagen, zurück zum Dorf. Genau, das wollte ich haben. Warum ist das jetzt wieder so? Alle Quests? Nein. Nein. Verfolgte Quest. Okay. Gut. Nennt sie Schmäder. Oder irgendwie sowas. So, ihr Lieben, wir gehen aber jetzt gleich mal kurz ins Päuschen. Ich muss nötig auf Toilette. Was ist denn das? Sagt hauptsächlich Gutes über dich gehört zu haben. Kann ich bleiben? Hatte eh nichts mehr zu sagen. Okay, irgendwie finde ich die Stimme von dem Erzähler total cool. Der Bruch vielatscht. Oh, Peng Peng, aha. Was ist das, ein Magazin? Nee, Magazingröße, doch Magazin. Schaden? Nee. Schalldämpfer oder sowas, wa?
Inventar. Fernkampfbasistypen. Sortieren, neuester Standard. Verschrotten, rotieren. Okay. Rück. Du kannst jetzt nur spielen. Peng, peng. Wahrscheinlich Munition jetzt. Sehe ich jetzt einfach mal so. Okay. Ja, sorry. Ich wollte nicht im Weg stehen. Du kannst hier mit wirklich mit jedem interagieren wieder. Und wenn der schon so hier steht, ja, dann kann das nicht vernünftig sein. Ja, dann kann das nicht vernünftig sein. Aber Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du kannst versuchen, die Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du deine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du einen deiner Attributspunkte. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß, aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Genau, warum erwähnst du das denn überhaupt? Maluala, Tloa. Denkt, momentan sind die Myriad und die Netra ebenbürtig. Von der Netra haben wir überhaupt noch ja nicht gesprochen, meine Lieben. Sonotele, Mela. Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Na denn, vielen Dank, mein Lieber. So, da steht der Nächste. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Ah, ich kann jetzt auf kapiert. Ihr könnt jetzt auf Überzeugen gehen, denn gute Tüste wahrscheinlich in die richtige verstehe ich. Wir nehmen mal den. Tulo, Mudre Mayo. Strahlt, wie glanzvoll es ist, jemanden wie dich zu haben, der Karma und Gene im Myriad-Spektrum teilt. Muss weg. Nejenle Mayogmanrunab. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Irgendwie diesen asiatischen Slang hier überall drin, war cool.